Ja, gut, Colin, dass ich schon aufgenommen habe. Das muss einfach sein. So! Wow! Und dann hallo und herzlich willkommen zurück. Zu Zelda. Zu Eobüch. Also, der hier ist nur der Schüchterne, der andere, der macht das. Geh mal wieder in die Lichtfeld, ich will den Fisch nochmal sehen. Ja, genau, nee. Der ist wichtig, der macht das. Ich hab eine Entscheidung getroffen, nachdem ich drüber schlafen konnte. Und irgendwie machte das für mich keinen Sinn mehr, dass man da nicht durchs... Also, solange wir nicht übers Wasser laufen können, bringt das alles irgendwie so nichts. Ja. Und... Du hast ja auch schon, glaube ich, alles Mögliche da gemacht, was du noch damit zu tun kannst. Und der ist das Erdmittel, der auch einsetzen kann, aber ETF. Ja, also, stimmt. Das ist ein Fisch noch, naja. Oh nein, ich muss nochmal zurück. Ja, du musst zum Fisch, ne? Nein. Aber ehrlich, also mit dem Fisch kannst du was machen, das ist es ja nicht. Es ist nur nicht story-relevant, aber du kannst was mit ihm machen. Alles klar, ich werde ihn nie wieder anfassen. Oh. Nein, ich glaube hier rechts in der Wüste, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist eine dicke 6. Genau, da war Nummer 6, deswegen gucke ich einfach mal, ob ich nicht Nummer 6 machen kann und wenn das nicht klappt, gehe ich zu Nummer 4 und so weiter. Schau ich einfach mal, wo ich dann... Nummer 6 kannst du noch nicht machen. Okay, gut, danke, das spart Zeit. Ja. Ja, sonst ist es... Ich überlege mal gerade, ob es jetzt einen Palast gibt, den du vorher machen könntest. Ja, da gibt es sogar einen. Nee. Nein, am Arsch, nein, gibt es nicht. Ich gehe erstmal. Du kannst in die Dings rein, dann kannst du das machen. Hier lang. Ah, du kannst. Oh, doch, doch. Wow. Bam. Moment mal, ich bin gerade. Boah, heftig. Du kannst sogar ganz viel machen. Du kannst Palastmaschinen machen. Aber ich gehe jetzt erstmal. Ja, ja, geh mal ins Dorf. Ja. Weil dann könntest du nämlich wirklich so. Zack. Nee, Moment mal. Mach erstmal. Aber, ja, wow, da kam gerade eine Apfelbombe aus dem Apfelbaum. Genau, weil er. Naja, dich nicht gemacht hat. Nee, nee, also jetzt geht doch mehr, also wenn du da hochgehst, dann müsste, glaube ich, das kommen. Ja. Er hat mein Bein vibriert. Oh, gut. Und mein kleiner Finger tut mir irgendwie weh. Yeah. Ach du Scheiße, das kenne ich sogar. Well, howdy, light. Rottler? Rottler. Rottler? Ach, Dingswald. Ach, Lichtwandler. Wandler. Ja, Bewohner. Nee, Lichtweltler. Genau. Du kommst aus der Lichtwelt. You look like a straight shooter. I want to try you. You are skilled, ne? You are skilled in my shooting gallery. I'll give you 5 shoots for 20 rupees. Schaut, you are sharp. As I think you are, you stand to rank in the rupees. Ja, klar. Ach so, schwimmen und so, siehst du das? Wenn er kann ich einfach so schießen bitte. Jetzt, oder? Ja. Und wie, mit dem Pfeil und Bogen? Ja. So. Also schnappt er die, naja... schwebenden Fussis. Und was ist da in so was? Noch bad. Das war dumm. Ich glaube, er kann mit 12. Als ich nur noch ein Herzviertel zu geben habe, habe ich versucht, hier alles zu schaffen. In der Hoffnung, er gibt mir das letzte Herzteil. Naja, ich saß da über eine Stunde dran und da hat mir nichts gegeben. Was? Frechheit. Hat einfach nur dumm weitergeklatscht. Schlüssel, du bist ja getroffen. Will ich mal, dass er da wieder einfach nur geklatscht. Boah, nicht mal was gesagt zu dir. Ja. Den Stein kann ich noch nicht bewegen. Boah, nö. Ja, das war nicht das Problem. Hier kommt man auch nicht lang. Das muss noch nach oben rum. Nein, nein, nein. Ja, aber nee, du kannst es noch anders machen, aber das kann ich natürlich nicht sagen. Das müsste, glaube ich, noch gehen. Dann bist du ziemlich immer. Du musst noch nicht den zweiten Palast machen. Nö. Welcome to the treasure field. The object is to dig as many holes as you can in 13 seconds. Any treasure you dig up will be yours to keep. That's only 80 rupees to pay. Ja, ich möchte pullen. Yeah, dann mach mal. Digging. Warum muss ich bei dig immer an? Achso, ja, das ist nicht gut. Nein. Ein bisschen pissig. Okay. Geil. Ach ja, ich mag die Shooting Gallery. Wow! Okay, time's up. Bis durch. Wahnsinn. Oh, ne? Das war... Das war... Ich hab gezogen.
Nee, ich glaube, ich habe sogar ein bisschen Verlust gemacht. Ja, egal, ich habe... Im Börsenspiel bin ich reich. Ja, hast du nicht dickfett Verlust gemacht? Nee. Worauf hast du denn das gewettet? Ich glaube, vorgestern waren es noch... Penis-Aktien. Ich glaube, vorgestern waren es noch knapp 2000 Euro Verlust. Heute Morgen waren es knapp 13.000. Das würde ich mal... geh mal hier in Lichti-Michti. Was? In die Lichti-Michti-Welt mal. Genau. Das würde ich jetzt mal wissen, ob das geht. Also irgendeine Super-Aktie ist um über 60% gefallen. Ja, das ist doch gut. Ja. Genau, ich hatte ohne Ende gekauft. Also ja. Das war blöd. Und jetzt ab nach oben einfach mal. Das würde ich jetzt auch mal denken, das muss einfach funktionieren, weil ich das nämlich mal gemacht habe. Weiter nach oben? Ja, halt, ja genau. In Richtung, Los Woods, Los of Woods. Mhm. Ja, die Feuer gefestigt. Ja, ich bin aber noch viel mehr. Sie ist so stark mit deinem Schwert gehauen, der ist einfach geplatzt. Ja. Boah. Hoho, geil. Ja, geht. So, Lost Woods waren hier hinter, ne? Mhm. Hey, Wichse. Hey! Bastard. This way! Oh. Du Arschloch, du wirfst ja einfach mit Schildern. Ja, Schilder tun schon weh. Ah, nee, schon cool. Kannst da rein. Kannst schon da rein. Und da nach rechts. Okay. Zu den Penisbräunen. So, dann kannst du da. Dann kannst du da so unten da. Das sieht man nicht, aber da kann man so tight reingehen. Ja, das weiß ich. Und das ist gut. Und jetzt kannst du da so tight weitergehen. Und es sind da so merkwürdige Holzstämme. Ah, okay. Boah, voll geil. Und jetzt kann man hier halt auch in die Schattenwelt gehen und da verkackst halt nicht. Ja, das ist halt so halt. Auf der Seite jetzt. Cool. Und umgehst diese fetten Steine. Und so bist du nicht gezwungen, den zweiten Palast zu machen. So habe ich einfach immer manchmal eine Zeit lang einfach dann den Skorpion ignoriert, mir einfach den Hammer geholt und dann viel später habe ich dann den Skorpion einfach geknechtet. Weil ich dachte, oh, ich kann es einfach. Oh, ja. Boah, ein Herz, cool. Und ein Drobby, der dir die Typen davon halt schafft. Das liegt nach Pommes. Ja. Nee, das sind keine Pommes. Was dann? Was du dies? Keine Ahnung, irgendwas anderes. Ja. Ich bringe ganz viele Steinhaufen. Will die mich verarschen? Kannst du in der Flasche einfahren? Ja, super, aber ich will sie lieber killen. Geht doch. Geht doch. Nein, ja, das ist so ein kleiner Mini-Schweinemann. Egal, der hat mir das Herz wieder gegeben, was er mir weggenommen hat. Juhu! So, dann waren wir mal gerade auf der Map schon. Das war voll der geile Trick. Ja, guck mal, diese Bäume da sind gar die Rosen, dann sprech die mal an. Die sind heftig. Naja, nicht von der Seite. Aber warte, jetzt musst du sie. Du musst. Ja, wenn die ausgekotzt haben, musst du dann da so an ihrem Bäckchen, glaube ich, ansprechen. Okay. Ah. Irgendwie macht der gerade gar nichts. Der will nicht, Bene. Da spricht der Baum. Du kannst dein Ding da reinstellen. Und da spricht er nicht mehr. Ja, rein. Das hat Bene wahrscheinlich jetzt auch vor. Steffen, hast du doof im Arzt? Yeah. Oh mein Gott, was ist denn geil? Ja, ich hab das mit durchgelesen, keine Ahnung. Was hat er gesagt? Ich soll aufhören, ihn zu stören und darauf aufpassen, wo ich hinlaufe und wenn ich dashe. Also okay, den hier cool. Mal. Ja, das sollte so sein. Guck mal, der sieht sehr nett aus. Ja, aber der kann leider nichts. So. War so klar, war so klar! Warum höre ich überhaupt auf dich? Schattenwelt, Lichtwelt.
dein Kumpel. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, passt doch. Dass ich das Ding da rauskomme. Jetzt bist du im vierten Palast. Passt doch. Na cool. Ja. Ich muss kurz überlegen. Also wie abgefuckter könnte man die Reihenfolge noch machen, muss ich mal überlegen. Ne, 5 und 6 sagen schon nein, in der Hinsicht. Aber 4. Ist entspannt. Das ist nicht entspannt. You got the map. Gut, das Ding ist unverwundbar. Ich möchte jetzt mal gerne den Aufnahmen hören. Ich glaube nur in meinem Kopf hört es sich so an. Und nicht so. Hört sich an, als hättest du eine Raucherstimme. Dann ist es eigentlich ziemlich korrekt. Dann ist es irgendwie besser. Die eigene Stimme ist immer scheiße in Aufnahmen zu hören. Ja, ich weiß. Nur jetzt würde ich gerne wissen, ob es so, sich so anhört, wie es gerade in meinem Kopf ist, weil ich die Stimme ja extra verstellt habe. Hört sich bestimmt nicht so an. Also du hast keine Frauenstimme. Achso, nee, ist mir bei der Karten, beim Karten geht's auf jeden Fall. Boah, aber du hörst dich nicht an wie eine Frau. Ja, macht okay. Sinn, ne? Ich wollte nur gesagt haben. Aber ich möchte es gerne können. Mensch, Colin. Magischer goldener Spiel. Zelda ist doch auch keine Frau. Oh, also, wir spielen keine Frau, meine ich. Aber Bene wollte eine Frauenstimme haben. Das hat er nie gesagt. Voll episch, ey. Doch, das ist doch voll cool. Aber das hat er ja nie gesagt. Aber es war klar. Ja, ganz nett hier. Ein bisschen das versuchen. Das Ganze. Nur ein bisschen. Ja. Ich habe ja zum Glück eine Map, auf die ich nicht gucke. Ja, und lustige Maps. Der Blubber. So, was haben wir hier unten noch? Oh, noch einen blauen. Alter, ich habe 922. Was kann man damit überhaupt noch machen, außer diese Minispiele die ganze Zeit spielen? Sachen kaufen? Ja, wo? Halt die Frage. Noch mehr Sachen kaufen. Oh cool, kennst du noch? Das war ziemlich fies. Wie kann ich mich wieder zurückfahren? Ah, okay. Und die hier sind quasi so eine abgemilderte Form von deinem Lover. Also die da auf jeden Fall. Ja, die verfolgen mich nicht unbedingt, ne? Ja. Und sind ziemlich random, was ihr Bewegungsmuster angeht. Gut, halt Kopf guckt nach da, sie gehen nach da. Da kann mir ein Gegner entgegen. Hier brauche ich einen Schlüssel. Den habe ich nicht. Okay. Ach, schade. Ich wollte wieder deine Freunde. Ja, irgendwie nicht. Ne? Vielleicht wollen sie ja aber nur voll schlagen. Jo. Was? Wow. Da wo das Feuer rausgekommen ist. Ich glaube, ich guck gleich mal auf die Map. Ich würde es nicht tun, du wirst es bereuen. Fragezeichen wie bei der Yoshi-Welt. Oh, Mist. Ja, auch nicht schon. Yeah. Tja. Ja, geht doch voll. Oh, ne? Ja, du hast die dritte Ebene nicht gesehen. Okay. Okay, Prozess ausgefasst.
der hat nichts gedroppt. Wieso hat er nichts gedroppt? Ich will Loot. Da, Magie, du voller Assassin. War gekonnt. Das ist gekonnt. Ah, oh, tata. Oh cool, der Dicke ist schon der Master Key. Ja, der dickes Ding. Ja. Oh, da ist ein Freund. Mhm. Der ist auf jeden Fall. Warum lässt ihn einfach so einsam allein zurück? Wieso sollte ich ihm irgendwie helfen? Ja, will er eine Beziehung mit dir anfangen? Nee. Doch, will er. Da kann er haben. Oh, der Kompass. Wunderbärchen. Ja, da hast du ja schon fast alles richtig. Alles in dem sexy. Ja, vier Gänge. Nein. Ja. Bis jetzt, ja. So, noch ein Gang. Noch ein Früher fand ich es nicht so geil, dann hier rumzulaufen. Ich meine, das war voll das Leben. Okay. Mhm. Uiuiuiui. Da habe ich mich erschrocken. Okay, hier geht's nicht. What? Das habe ich nicht mehr mitbekommen. Mhm. Soll nochmal hier gucken? Ah, oh, schade, ist immer noch nichts. Ja. Das schwule Skelett. Ja. Oder es war auch eine Frau. So, bevor ich jetzt aber hier reingehe, erstmal eben ganz kurz safen. Sicher ist. Also wird sicher in den Raum gehen, weil von der Tür offen war. Nee. Erstmal nicht. Keine Ahnung, weil die Tür schon offen ist. Wieso sollte da was Interessantes sein? Naja, es sind viele Türen nur offen. Ja, ach Quatsch. Kann man den? Ja, okay, bringt nichts. Vielleicht wenn du reinläufst. Ja, Colin. Kannst du ja mal. Wenn du raufpinkelst. Vielleicht geht's dann aus. Das kann natürlich sein. Weil wenn ich es richtig gerade sehe, oh, genau, schon her- geht, ne? Kann ich nämlich. Kannst du ja noch gleich machen. Ja, aber ich wollte erstmal die restlichen Räume abarbeiten. Ja. Weil, keine Ahnung, denke ich mir einfach so. Weißt du? Oh. Oh. Genau. Das ist voll fies. Oh, ein bisschen. Das ist halt so wieder die Freund-Ecke. Ne, die ist es auf jeden Fall. Die ist noch ein bisschen mehr. Oh, pff, genau. Ja, durchgehend. Hammer nervig. Und ein kleiner Freund noch, der Hallo sagt. Oh, du denkst du noch alles hier? Wieso sollte ich dagegen schlagen? Okay, kommt vielleicht später, wenn ich durch den anderen Durchgang durch muss. Aha! Aha, das sind Fledermäuse. Oh. Nein, das waren ja die Augen, verdammt. Hier ist ein Frosch! Das ist eher meine Schabe. Okay. Das ist ein Frosch. Oh Gott. Hier sind die Rubine auch blau. Geh weg, geh weg, geh weg! Ich wusste. Erstmal Action. Yay! Juhu, oh, zwei Herzen, Hammer, geil. Und die alle, ne? Wäre auch zu schön gewesen, ne? Ja, so komische. Na los, komm mal her, Schlange. Okay, die kann ich nicht runterkloppen. Was sagt denn hier Saruwala Hala? Oder Zelda? Oh, ja. Wir sprechen mit uns selbst, verwirrend. Ja. Okay. Cool, ich danke für den nächsten. Okay. Na dann, das wird lustig. Ja, ein bisschen. Mhm.
das habe ich nicht so ganz kommen sehen. Ja. Na, sind wir ein bisschen zu dumm. Das ist natürlich echt scheiße, ne? Oh. Na, sind wir ein bisschen zu dumm. Echt scheiße, Steffen. Ich mag diesen Verlass. Aber bis jetzt ist der Schildkrötenverlass noch der beste. Nee, der Schattenverlass. Oh, heißt ja nur, danke. Einfach nur. Oh. Aber das, ist das ging schnell. Ja, sie haben ganz schnell gemacht. Kurzer Prozess. Alter! Das macht Spaß mit drei Herzen. Ja. Von dem laufenden Feuer. Ey! Und die zwei ab, die haben schon drauf. Ist halt dein Lava 2. Du musst auch irgendwas drauf haben. Ne? Ja. Oh. Ja. Immer wieder super. Ist fand ich so gerade so geil, aber er stirbt auch gerade am laufenden Band. Ja, mit drei Leben muss ich. Da ist es einfach ein laufendes Band, was ziemlich schnell läuft. Also extrem schnell. Zu schnell. Vor allem wenn man einen Checkpoint in der Luft erwischt. Oh ja. Und man da erstmal einen hammerharten Sprung machen muss, aber überhaupt am Leben bleibt. Das macht Spaß. Ah, scheiße. Ne? Dachte ich eigentlich schon? Ja. Oh. Okay, die treffen einen auch. Weil, wieso weißt du denn immer nach dem nur aus? Keine Ahnung. Ah. Die sehen irgendwie nicht so besiegbar aus. Weil die so geistermäßig sind und die anderen sehen so energiemäßig aus. Ja, okay. Reine Energie. Aber es sieht auch so aus, als ob sie da immer sowas austrocknen. Und dann wieder ganz schnell dahin gehen, um es anscheinend irgendwie zu beschützen, weil sie Panik sonst ja. Dass es vielleicht kaputt gehen könnte. Oh. Und den Freund kann es auch besiegen. Ja, gegenschlagen? Nee. Mit dem Hammer draufhauen? Nee. Erstmal killt er mich irgendwie. Das war natürlich sehr klug, da einfach stehen zu bleiben. Was kommt hier? Bam. Ja, wenn schon. Ich nenne es Seestern-GG. Mhm. Und das hat so eine... Oh, das war persönlich. Ich nenne es einfach einer von deinen Freunden. Ah. Ich weiß gar nicht, ob sie auch wieder... Ja, es gibt ja doch nicht. Die sind ja diesmal nicht vertreten. Schade aber auch. Ja. Ich dachte mir so, ach nee, jetzt das Ding verfolgt mich voll, das ist voll fies. Ja. Vom ersten Mal ging alles besser. Ja, ich habe keinen Bock, die zu bekämpfen. Oh, klar. Oh. Exakt. Gucke vor allem, weil ich dann mich nicht bewegen kann, während ich watch. Das ist voll nervig. Während ich angreife, meine ich. Ah. Guck doch mal, sie lächelt doch mal so lustig. Verpiss dich! Besonders jetzt? Ja, du erwischt mich nie. Und ich hab ihn erwischt, Colin. Oh. Aber du wirst ihn nicht erwischt, wenn er weiter nimmt. Yay! Ja. Oh, dann. Das war so nicht geplant. So auch nicht. Vielleicht was wieder ja. Aber guck mal, das sind sie großzügig.
ja. Der magische Schalter. Können wir nochmal gerade gucken, was da oben ist. Tja, unter den Schädeln, ne? Was ist auf den Schädeln? Geil. Dann gucke ich erstmal, was hier ist. Kann ich nochmal am Hebel ziehen? Ja. Kommen dann nochmal die Schlangen runter und füllen wieder Herzen. Das finde ich voll geil. Das ist da kommen Schlangen, aber sie füllen keine Herzen. Die fies. Bam. Oh, boah, Bomben. Mhm. Oh, oh. Hier komme ich nicht rüber. Oh. Oh. Na, jetzt werden erstmal alle ausgetestet. Ich habe schon wieder nur zwei Herzen, weil mich die eine Schabe da eben erwischt hat. Müssen die da mittig drauf liegen oder reicht das auch so? Das wird ausgebrannt. Okay. Ich versuche mit einer Beine. Geile Sache. Das ist auch jetzt geil. Genau. Okay. So, mal einen kurzen Blick auf die Map werfen. Unten war ich schon, also erstmal nach. Verdammt, das ist die richtige Seite. Oh geil. Das sieht ja nach einer Menge Spaß aus. Erstmal weg hier. Was machen die da eigentlich? Die Ecke ist ja echt geil. Ich glaube schon. Boah, der Lava wurde besiegt, jetzt sind sie völlig führungslos. Oh, das ist natürlich cool. Ihr Führer ist gestorben. Ich glaube, die kommen da auch nicht so ganz drauf klar gerade. Nee. Ein bisschen überfordert, da wüsste ich, dass sie auch anfangen können. Yeah. Okay, gut. Dann fragt man der Endgegner, wenn das wäre, schon. Ja, vielleicht. Warum willst du mich dahin nutzen? Keine Ahnung. Als Endgegner ist das dein Ziel. Ja, aber ist es jetzt schon mein Ziel? Ja, aber der ist schon. In der Regel braucht man. Ja, ganz genau. Du sagst das, Bene. Ja. Yeah. Und Lava. Schön, scheiße. Das ist gar kein Feuer, das ist einfach seine Kotze, die er abfeuert. Whee! Yeah. Aber. Also so langsam macht der Palast auch Spaß. Oh, verdammt. Und stell dir mal vor, du würdest bei sowas wirklich immer gleich sterben. Verdammt! Das ja. Könnte man noch. Das Spiel nochmal, wo man bei jeder Berührung stirbt, man. Dann würde ich das erst recht nochmal spielen. Dann wird es nicht Spaß. Man muss ja erst nach links. Ja. Sagt dir dieser Seestern Chili. Cheaten, ich will cheaten. Sagt Seestern Chili, während er. Ach komm schon! Ausdruckslos sein Blob auf dich wirft. Ne?
So, allerdings war das jetzt auch schon wieder ganz schön lang. Ganz deswegen, viel Load and Run. Ja, ganz viel gar nichts geschafft. Ganz irgendwie. Viele Steffens Freunde. Deswegen bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.